Hallo und herzlich willkommen hier im Feldversuch im Projekt der Streamer auf der Stappenbach. Und ja, das ist gerade ein Stoppschild gewesen. Ja, wir gucken mal, was hier noch alles so rauskommt. Ne? Da vorne sind auch noch ein paar Schilder. Es sind einfach wirklich verrückte Bilder, die gerade zustande kommen. Ihr wisst es, die letzte Folge, ich habe den Grubber hingefahren und mit Randy zusammen das Feld mal runter zu grubbern. Und ist es nicht schön, er hat extra die Hirschfeldschilder hier hingestellt. Ne? Mitten ins Feld, ist doch schön. Warnung vor dem Hirsche. Das ist irgendwie sehr... ihr holt Randy auf jeden Fall nochmal wieder dazu. Das ist sehr aussagekräftig. Ich wollte euch nicht hier bei so einer Aktion nicht vorenthalten, dass wir sowas machen. Und deswegen machen wir nochmal eine kleine Folge. Es gibt noch kein richtiges Datum, wann wir den Festival verziehen wollen. Wir haben uns aber bald mal einig werden, hoffe ich zumindest. Ja, ich denke auch. Renny, ich war hier gerade tatsächlich, du hast extra Hirschfeldschilder auf dein Feld gestellt, mitten drauf, Warnung vor dem Hirsche, und jetzt grubber ich tatsächlich quer genau durch diese Schilder. Siehst du mal, ne? Ja, ist wirklich sehr sprechend. Und zwar Hirsche auf den nächsten 3 Kilometern. Ja, siehst du mal. Sicher ist bekanntermaßen sicher. Wir grubbern wegen Maisansaat. Und da hängt er wieder. Kurz mal anheben hier. Da könnten wir eigentlich auch die, eigentlich können wir doch mit mehreren dann die nächsten Tage auch das Mais ansehen, oder? Wie gesagt, du sollst es ja nicht alleine machen. Theoretisch machbar, ja. Ja. Und Spritzen und Düngen können wir auch zusammen machen. Ja, da müssen wir uns diese Rubin-Dinger mal hören. Die Rubicons, genau. Genau. Ja. Mit 8, also das sollte dann das Minimum sein mit 48 Metern. Ja. Jetzt wirst du ja adlig dabei. Obwohl hat die, warte mal, die Zugspritze hier von Quernerland, die kann man doch auch so hoch. Ja, aber die hat nicht so viel Tankvolumen. Ja, das stimmt. Die Rubicon, da passt ja schon ein bisschen was rein. Wir haben ja nicht den variablen Düngematerial mit drauf. Die hat doch auch, warte mal, nur im Gucken. Ja. Da kann man den Fronttank mit dran machen, das heißt, die hat dann... 5700 hätte die dann und die geht auf maximal 40 Meter nur tatsächlich. Okay. Ja, macht schon Rubicon Sinn. Oh. Mal 25 km/h statt 12. Warte mal, wir bleiben jetzt tatsächlich aneinander hängen. Sind wir tatsächlich so ein bisschen versetzt mit dem Rubern? Nö, geht doch. 1er? Ja, gut, stimmt, passt. VCA dürfte da eigentlich keine Probleme machen, ne? Müsste auf einen Millimeter gehen. Nee, das stimmt. Wie gesagt, wenn, aber ich muss ja einen, ich musste ja den Kurs einmal ansetzen und da war ja die Frage, ob das genau dann an deinen Kurs anpasst. Der nimmt ja nicht deinen. Aber es scheint ja zu gehen. Mag ja schon, die Traktoren laufen trotzdem an der Leistung, das Ganze. Ja, das ist so. Ja, guck mal hier, das wusste ich. Das hatte ich mir nämlich gedacht, dass das vielleicht doch ein Millimeterchen verschoben ist. Aber das machen wir nicht auch ordentlich, ne? Und da wird alles schicki. Wieso verdichtet ihr das schöne Ackergras? Da kommt Mais drauf. Na früh, grüß dir. Okay, währenddessen mal gucken, was haben wir denn an? Eine Quernerland, die kann. Ne, die kann kein Mais. Moment. Das ist die. Ist die Great Plains, ne? Also nach dem aktuellen Modstand ist die Great Plains die einzige, die das. Ja, 18, irgendwas Meter. Ja. Und die kann nicht düngen, ne? Nee. Keine Direktsaat und keine Düngerfunktion. Obwohl gedüngt und gespritzt haben wir die schnell mit den Rubicons, die fahren ja auch doppelte Geschwindigkeit, die fahren 24, meine ich. Können wir flüssig Dings drauf fahren, theoretisch, ja. Wie viel Hektar das Feld? Ich glaube, es wurde mal ausgerechnet, irgendwas zwischen 50 und 60 Hektar, das ist ja groß. Das Kevin, siehst du, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Eines Tages, ich weiß nicht, war das letzte Woche Chat, könnte letzte Woche gewesen oder war das die Woche?
Nee, ich glaube letzte Woche. Obwohl, nee, warte mal, die Erweiterung haben wir erst die Woche gemacht, ne? Das war die Woche. Ah, ja, kam Kevin, wo war Kevin im Chat? Und hat so geschrieben, was machst du mit meiner schönen Map? Willst du dann so einen traurigen Smile? Sag ich, mach die Map schöner. Oh, da kann man durchaus geteilter Meinung drüber sein. Ist richtig, ja. Aber wirklich so, was machst du mit meiner schönen Map? Ja. Das ist tatsächlich eine neue, also man könnte es als eine neue Art von Map-Crashing ansehen. Ja, noch ist die Map nie gecrashed. Nee, das stimmt. Kann eigentlich nicht passieren, weil was macht man im Endeffekt? Man das Ganze mit einer Textur halt. Ne? Wir haben ja dieses Projekt Map-Crashing, was wir bei Motors gespielt haben, für die mit diesen überzogenen Geräten, wo wir alles so umbauen. Ach so. Mhm. Und das ist so bei der Hintergrund. Aber ich finde, eindrucksvoller kann man nicht beweisen, dass man mit Landscaping richtig viel machen kann. Das ist wohl, oder? Obwohl das ja jetzt nichts Komplexes war, ne? Da haben wir das wirklich nur übermalen. Ja, das ist so. Wenn ich mir Ansgars Schafhof angucke, dann muss ich ja sagen, keiner hat vor, eine Mauer zu bauen. Ja, das haben wir extra noch die Leute gesagt. Ja, sperr ihn ein, sperr ihn. Ich denke, Jungs, das ist nur zur Abgrenzung da, dass ich weiß, wo das Feld anfängt und wo endet. Weil ich nur nicht auf seinen Hof rummalen wollte. Deswegen. Ja, das Ding ist ja sowieso eine verlorene Insel. Ja, auch eine alleingelassene Insel, ne? Ja, ja. Mein Schafstall, die Tore sind zu besser. Ist das, dass man die Knochen da drinnen nicht sieht von den Schafen? Weil mehr wie Skelette sind da ja auch nicht mehr übrig. Echt? Achso, alles. Das ist ja schlimm, die Tiere wurden seit 4 Wochen nicht mehr gepflegt und gefüttert. Okay. Das alles weg. Kein Futter mehr, kein Wasser mehr, kein Strom mehr, nichts. Die ganzen Pferde sind auf 0%. Also kannst du wirklich direkt für 0 Euro verkaufen. Also die. Achso, du meinst bei Ansgar jetzt? Ja, ja, bei Ansgar. Ja, 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 das ist richtig. Weil es relativ egal wäre, also das Geld vor dem Feld brauche ich nicht mehr. Also das Geld-Game haben wir durchgespielt. Und es wächst sowieso ständig nach. Also ob wir das jetzt in der dritten, also in der Erntereifenstufe, oder ob wir das dann nur in der zweiten Wachstumsstufe ernten, das macht in dem Sinne keinen großen Unterschied. Aber ihr merkt mal halt echt den Übergang. Hier dreht der permanent durch. Wolltest du das noch angleichen, oder? Nee, das ist, weil das zieht sich über die komplette Fläche, leider Gottes. Okay, ja, da wäre viel Pflügen angesagt. Ja gut, aber die Gruber können ja mittlerweile pflügen, über Z kannst du halt neue Felder erstellen. Aber echt, hast du das mit eingebaut? Das haben wir mit drin, mit dem Kultivator, ne? Okay. Dann müssen wir einfach noch mal quer drüber fahren, dann geht das schön. Dass es selbst für den Gruber ja zu schräg ist. Die Saatmaschine hatte da weniger Probleme, Lul. Ah, wir fahren fast identisch, Wahnsinn. Das sind aber schöne Bilder gerade. Naja. So, hier. 50 Meter Grubbern, so sieht das aus. Aber ich sehe gerade, mein Tank ist bald leer. Oh ja. Ja, obwohl, das sieht immer schlimmer aus, wie es am Ende des Tages ist. Ja, das stimmt, da geht noch was. Oh, das ist ein ganz knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Nasen sind vorne, das Zielfoto wird entscheiden. Ja, du fährst den Kamera schneller wie ich, du wirst vorne immer vorne sein. Ich weiß auch nicht warum, ich hab Tempomat vor der Stufe. Sieht einfach nicht mehr. Das sind wahrscheinlich die 20 PS, die zwischen den Dingern liegen. Und wie hast du für 50 oder was? 15. 550, ja genau. Ja, sehr cool. Und das kann auch tatsächlich sein, dass. Das könnte man mal umstellen. Gib Gas, Jungs, ich hab ein Tempomat drin. Mehr Gas geht nicht. Tempomat steht auf 29. Wenn die Karre nicht mehr schafft, schafft sie nicht mehr. Der Challenger hat ja auch noch diese Reifendruckregelanlage. Vielleicht hat er mit dem Grip auch ein bisschen daran gespielt dann. Na gut, das kann auch sein.
Das kann auch sein. Ich stelle mir immer so die Frage, ich würde es immer lustig finden, wissen so Leute kommen hier in den Stream rein, denken sich so, ja, okay, das ist die Stappenbach. Wo ist dieses Feld? Das habe ich bei mir auf der Karte gar nicht. Hä? Ist das eine neue Version? Ja, Update. Ja, ja. Ich bin nicht gerade zur Begrenzung von VCA. Das könnte wiederum sein, oder? Nee, das was? Ist kein Geschwindigkeitsbegrenzer. Nee, der, maximale Geschwindigkeit ist EF. Der Fendt kämpft auch hier. Ich denke, das ist definitiv die PS-Zahl, die das letzte KMH ausmacht. Stappenbach 8-fach. Da muss ich Kevin mal vorschlagen. Hey Kevin, mach doch mal die Stappenbach als ein großes Feld. Genau. Ja, das ist einfach schön im Vergleich. Wenn jetzt jemand ausgerechnet hat, das sind 60 Hektar hier. Allein auf der Kandelin, das größte Feld, hat ja schon 124. Okay. Und das zweitgrößte auf der Kandelin hat 110. Und das ist eine Vierfachkarte. Ich guck mir bei den nächsten Wild West-Folgen mal an, wie viele Hektar die großen Felder da wirklich haben. Aber ich meine, die sind weit jenseits der 300, die großen Felder. Okay, ja, das ist eine Ansage. Wie gesagt, kannst du alleine nicht machen. Da lasse ich 8 Stunden lang 5 Drescher drauf fahren und 10 Abfahrer auf einem so einem Feld. Und dann sind die noch nicht fertig. Ja, wer spielt die dann aktiv? Also jetzt abseits von du. Ich glaube tatsächlich sind viele, die wirklich diese Automatisierungshelfer da testen. Ich habe auch schon mal einen gesehen, einen Twitch-Streamer, der im Multiplayer das gemacht hat. Der hat einfach mit 4-5 Leuten machen die das. Aber die sind wirklich stundenlang da dran. Die fahren stundenlang geradeaus mit dem Drescher, 12 km/h, ein Feld einfach nur geradeaus. Und das ist ja gerade das größte Feld auf der Wild West hat fast 1000 Hektar. Eieie. 1000! Ich überlege, man ist 4 Stunden an dem Feld ungefähr dran beim Ernten. Und wir haben schon einen großen Drescher mit 15 km/h. Der eigentlich 20 km/h fährt. Ja. Ah gut, du fährst ja am Ende des Tages auch noch mit den 8900 rum, ne? Genau, ich fahre mit den großen und mit dem Durus-Schneidwerk auch. Ich habe die 60 Fuß Durus-Schneidwerke dran. Das ist dann schon eine. Ja, ich hab, 60 Fuß sind? Ja. Sind das 18 Meter? 18, okay. Ich meine wohl. Also ungefähr so, naja, fast das gleiche. Circa 20 Meter wird gerade geschrieben, okay. Also ungefähr das gleiche wie der Treebine auch hat, okay. Aber halt nur mit 12 km/h. Genau. Na gut. Weil normalerweise kann der Treebine 20. Ja. Habe ich aber schon reduziert für Werner. Dass er keinen Herzanfall kriegt. Die, ja, genau. Und ich habe, eine Flotte mit 4 John Deere Dreschern mit 55 Fuß noch dabei für die in Anführungszeichen kleineren Felder. Ah ja. Ja, theoretisch könnte man diese Wild West eigentlich auch mit, man könnte das auch Unreal nennen, so frei nach dem Motto, weil du da theoretisch auch mit Maschinen mit 50 und 100 Metern arbeiten könntest, dann würdest du trotzdem noch Ewigkeiten brauchen. Ja, genau, das haben wir auch mal schon mal gemacht. Dass wir dann dieses 100 Meter Crazy Cutter Schneidwerk genommen haben. Hm. Aber selbst damit ist das, du musst halt das Zeug ja wegfahren, ne? Also. Ja, ja, hast der Tank wurde dann ganz schnell voll. Ich wollte gerade sagen, selbst wenn du die 150.000 Liter in den Tank machst, die wir da ja eingebaut haben, hast du halt das Thema, dass du trotzdem Ewigkeiten da dran bist. Aber 1000 Hektar finde ich, also das würde mich jetzt tatsächlich. Ja, obwohl das, man vertut sich wirklich enorm mit diesen Riesen. Vielleicht du guckst die PDA und denkst auch, ja, alles gut. Ja, und dann fängst du mal an, von der einen Seite zur anderen zu fahren und dann weißt du Bescheid. Deswegen habe ich auch die Nummer aufgemacht mit unterschiedlichen Drescherflotten, die auf vielen verschiedenen Feldern unterwegs sind. Weil du sonst einschläfst. Wenn du die ganze Zeit nur ein Feld beobachtest, ist irgendwann
Das ist mir dann doch ein bisschen... Wird halt langweilig nach der Zeit, ja. Ist ja klar. Und gerade wenn es einmal läuft, ne? In Russland fahren die Drescher bis zum Ende des Feldes und übernachten dort, so riesig sind die. Auch eine Möglichkeit. Und man macht ja. Heute Feierabend, wenn man das Ende des Feldes erreicht hat. Ach so, ja, gute Nacht. Ja, kann ich mir da jemand vorstellen. So, Schatz, bin am Ende des Feldes angekommen. Gute Nacht. Aber Russland ist ja auch krank. Da habe ich mal eine Dokumentation, glaube ich, von Landwirt.com oder wie die da hier sind auf YouTube angeguckt. Die sind der Hammer, ja. Landwirtschaftstechnik, ne? Genau, irgendwie sowas. Ne? Also, ich meine, klar, Russland, Riesenland, ne? Aber ja. Was die auch an Hektarbeständen haben, Wahnsinn. Und das machen die ja, also die sind teilweise ja schon mit moderner Technik hier von uns Westen, oder Wessis ja schon mit dabei, ne? Aber da fahren ja teilweise noch solche Kamas und LKWs da noch auf dem Feld mit rum, die das dann abtanken. Also wirklich moderne und Steinzeittechnik in Anführungszeichen. Was ist Steinzeittechnik? So UdSSR-Technik, aber die bis heute hält und funktioniert. Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, die haben ja auch diese ganzen Militärtrucks, die gibt ja mittlerweile sogar in im Osten, wo Lohnunternehmer die ganzen alten Militärtrucks sogar von der Bundeswehr aufkaufen und damit abfahren. Das ist ja ein riesen Trend im Moment, dass diese... Und die Dinger, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, von der Bundeswehr, die sind wenig gefahren, gut gewartet. Richtig, und ja. Sind auch für die Ewigkeit und für wirklich harte Situationen ausgelegt. Ne? Also, Hi, Martin. Schon enorm. Ach, guck mal, René, das Feld ist doch gleich fertig. Wahnsinn, was man da mit 50 Metern reißen kann, ne? Ja. Da fahren wir gleich noch einmal ein paar Mal quer, um die Nahtstellen aufzunehmen und dann... Bundeswehr gut gewartet, nicht dein Ernst, Mario. Ja, von den Leuten, die ich kenne, schon. Weiß nicht, was ihr damit gemacht habt. Wir reden ja über vom Fahrzeug, ne? Nicht von Hubschrauber. Stimmt. Der Klaas ist der Haupt. Genau, Luigi, die Dokumente ist da. Die UdSSR-Dinger sind halt aus hartem Metall. Die sind immer noch auf Hochleistung gefahren. Dann kannst du mir natürlich schreiben, im Rosten, ist richtig, ja. Hat nicht sogar, haben die es bei Klaas bei der Farmcon nicht sogar gesagt, dass die auch bei Rostelmarsch ganz viel anliefern? Kann sein, ne? Ich meine, die haben da tatsächlich irgendeine Kooperation laufen. Ich weiß noch, in der Doku haben die das halt gezeigt, dass halt immer mehr dort ihre Rostelmarsch-Dinger weggeben und halt Klaas holen. Das ist halt klar, Rostelmarsch ist zwar günstig wie Sau, aber... Kann dann halt nicht mit den High-End-Dingern zusammenhalten. Ja gut, Oculus, das sind ja keine neuen Dinger. Ne? Also was sie da drüben fahren, das sind diese alten Bundeswehr-MANs. Keine Ahnung, aus den 90er, Anfang 2000er da irgendwie. Ja. Das ist nicht so ein modernes Dings, was sie da abgehoben. Kann das sein, dass du hier immer ein Stück Holz mit durch die Gegend geschoben hast? Kann sein, jo. Das hängt hier gerade von meinem Grubber. Oh ja. Ich hab's gefunden. Sehr schön. Ich bin auch irgendwie mal eine ganze Weile im Ballen auf dem Feld. Bis ich den irgendwann mal abgeholt habe. Keine Ahnung, wo der herkam oder hingerollt ist. Oh, da sind wir schon an der Kante hier angekommen. Wahnsinn. Wenn das auch weiter mal genauso schnell gegangen wäre. Ja, hätten wir mal das Skript vorher drauf genommen. Hätten wir uns viele Stunden erspart. Das ist so, hast du das alles mit einem normalen Flug verbunden? Ja. Dann? Darf ich alles mit diesen 10,5 Meter Flug verbinden, die Scheiße. Ja, hervorragend. So, wir waren, bevor ich die Erweiterung hier Richtung Lars gemacht habe, da waren wir wirklich von 20 bis 24 Uhr beschäftigt. Das glaube ich sofort, ja. Und nur mit Feld nach ziehen mit dem Flug, ja. Jo. Habe ich leicht unterschätzt, was das für eine Größe hier noch ist, die ich mir da dazu genommen habe. Nun, bei Lars habe ich. Jojo. Ja, liebe Leute, jetzt seht ihr.
ne, geht schnell. Also wir sind gleich fertig. Wir sind hier 20 Minuten. Ja, ich denke mal, dreiviertel Stunde sind wir dran. Noch mal eine Viertelstunde, dann sind wir da hinten auch durch. Ne? Haben wir das Feld hier runtergegrubbert. Wie gesagt, normalerweise zum Projektstart hätte ich das wahrscheinlich nicht gut gefunden. Aber mittlerweile, so jetzt wo es dem Ende entgegengeht des Projektes, kann man so eine Nummer schon mal machen. Das ist irgendwie auch mal eine lustige Aktion, was anderes, wie man so ein Projekt abschließen kann, so eine Karte. Von daher, ich freue mich tatsächlich auf diese große Häckselaktion. 60 Hektar, könnt ihr mal schreiben, wenn das 60 Hektar sind, was glaubt ihr denn? Kriegen wir das mit 6 Streamern an so einem Abend runtergehäckselt? Oder geht ihr davon aus, das ist zu viel? Also so ein Abend wird wahrscheinlich laufen bei uns von 20 bis 24 Uhr. Roundabout. Ja, sagt doch mal, was ihr dazu meint. Kriegen wir das hin oder kriegen wir das nicht hin? Das wird schon eine spannende Nummer. Und ich glaube nicht, dass wir 3 Häcksler zum Start kriegen, weil dann würde einer ja immer stehen. Also wir werden wahrscheinlich eher mit 2 Häckslern fahren und 4 Abfahrern. Schauen wir mal. Ich freue mich darauf. Und dann lasst uns doch ein Däumchen da, wenn ihr Grubbern auf einem Ackergrasfeld gut findet. Dann immer ein Däumchen da lassen. Und ansonsten, ja, habe ich euch gesagt, in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall nochmal Tiere versorgen. Bis dahin, alles Gute, bye bye und ade.